Herzlich willkommen zu meinem 15. und damit letzten Video von meiner Paraguay-Reise in 2020. In den letzten 14 Videos auf diesem Kanal habe ich bisher primär die schönen und angenehmen Seiten von Paraguay gezeigt. Leider hat aber jede Medaille zwei Seiten. Und so ist es leider auch in Paraguay. Auch die nicht ganz so schönen Seiten möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und einige davon aufzeigen. Nun, Paraguay ist ein armes Land. Es ist offiziell ein Entwicklungsland und das sieht man auch schon mal in einigen Regionen. Grundsätzlich gibt es große Unterschiede zwischen dem Leben auf dem Lande, welches meist einfach und ärmlich ist, und dem Leben in der Stadt, wo es auch immer mehr wohlsituierte und auch reiche Menschen gibt. Den Zahlen und auch meinen persönlichen Eindrücken nach ist Paraguay aber auf dem besten Wege, einige der Probleme in den Griff zu bekommen und langsam aber stetig aufzustreben. Der Großteil der paraguayanischen Landbevölkerung hat kein Bankkonto, aber das vermissen sie auch nicht. Sie leben sowieso meist von der Hand in den Mund. Steuern und Rechnungen werden meist in bar bezahlt. Das Thema Umweltschutz war in diesem Land sehr lange unbekannt oder wenigstens unbeachtet. Müll wurde häufig einfach fallen gelassen oder in Straßengräben gekippt, wo es dann beim nächsten starken Regenfall in die Flüsse gespült wurde. Heutzutage hat sich das Bild meiner Meinung nach bereits ein wenig gebessert. Man sieht schon einmal die ersten Versuche von Mülltrennung, öffentlichen Sammelstellen und Hinweisschilder, die aufklären und sensibilisieren sollen. In den meisten Regionen gibt es bereits seit Jahren eine Müllabfuhr, die aber nicht verpflichtend ist, da die Kosten von ca. 5 Euro monatlich für paraguayanische Verhältnisse nicht unerheblich sind, ist es dennoch nicht unüblich, seinen Müll auf dem eigenen Grundstück einfach zu verbrennen. Wobei der Müll anscheinend auch in den Müllverbrennungsanlagen wohl nicht viel besser verarbeitet wird. Das wohl bekannteste Opfer der Nachlässigkeit mit der Umwelt ist der Ipacaraisee bei San Bernardino Aregua Altos. 2012 wurden in seinem Wasser erhöhte Bakterienkonzentrationen gefunden und Alarm geschlagen. Der See hat sein biologisches Gleichgewicht verloren und ist gekippt. Die Mitschuld daran wird auf bis zu 124 Unternehmen geschoben, die wohl ihre Abwässer ungereinigt in den See oder deren Zuflüsse eingeleitet haben sollen. Auch Anlieger haben ihre Abwässer ungeklärt in den See eingeleitet. Ursprünglich ein sehr beliebter Urlaubs- und Erholungsort, ist er nun leider nur noch recht verlassen. Geschlossene und zerfallende Hotels, einsame Strandanlage und schlecht gewartete Straßen prägen das Bild rund um den See. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem immer noch schönen, sonnigen, warmen Paraguay. Ich bin jetzt hier an einem Strand der Municipalidad, also der Gemeindeverwaltung. Und hinter mir, jetzt kommt es langsam ins Bild, da ist der Ipacaraisee. Ein wunderschöner, riesengroßer See. Früher mal ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Und heute leider, ja, wie ihr es wahrscheinlich sehen könnt, hier total menschenleer. Ich bin jetzt hier auf der südlichen Seite des Sees von Aregua. Ich blende mal die Karte ein bisschen ein, damit ihr wisst, wo ungefähr ich jetzt bin. Und die Anlage, die man hier gemacht hat, ist wunderschön. Wenn ich ein paar Schritte weiter nach hinten gehe, dann riecht es nach frisch gemähtem Gras. Das liegt daran, dass die hier gerade mähen. Und ja, leider darf man hier nicht baden gehen. Was heißt leider? Okay, ganz ehrlich, ich würde es auch nicht wirklich tun, weil dieser See sieht leider nur schön aus vom Weiten. Aber wenn man näher rangeht, dann muss man leider erkennen, dass das Wasser wirklich pechschwarz ist. Ja, es liegt leider daran, dass dieser See gekippt ist. Also der ist nicht mehr im natürlichen Gleichgewicht. Und das hat leider menschliche Ursachen. Natürlich ist er immer noch ein beliebtes Ausflugsziel für einheimische Touristen. Nur leider ist das schwarze Wasser alles andere als einladend. Wohl eher toxisch. Mehrere Versuche, den See zu retten, sind bisher leider gescheitert.
Neben dem Umweltschutz ist auch der Tierschutz aus unserer Sicht wohl eher nicht existent. Ja, es gibt einige meist private Organisationen, die sich den Tieren verpflichtet fühlen. Aber bei den meisten Einheimischen sind Tiere, die kein Nutzvieh wie Hühner, Pferde oder Kühe sind, nicht wirklich beliebt. Auch diese haben mitunter ein gefährliches Leben, wenn sie sich zum Beispiel zu dicht am Straßenrand aufhalten. Auch dass sich Kühe mitten auf der Straße aufhalten oder dort spazieren gehen, ist nicht ungewöhnlich. Es gibt etliche scheinbar herrenlose Hunde und Katzen. Da kann es natürlich auch schon mal passieren, dass ein Tier an- oder überfahren wird. Ich persönlich habe bereits einige tote Hunde, Katzen und auch eine tote Kuh am Straßenrand gesehen. Die Landschaft wird in einigen Regionen leider inzwischen durch Monokulturen geprägt. So gibt es Landstriche, in denen man kilometerweit nur Sojafelder sieht. Da bei solchen Anlagen auf Effizienz und Ertrag gewirtschaftet wird, kann man sich vorstellen, dass dort auch mit Insektiziden und Pestiziden gearbeitet wird. Und da die Umweltauflagen nicht so streng sind wie bei uns bzw. kaum kontrolliert werden, kann man sich den Rest wohl denken. Aber nicht nur riesige Sojaplantagen gibt es, nein, auch Eukalyptus wird inzwischen im großen Stil angebaut. Schön in Reih und Glied, damit die Ernte effizient durchgeführt werden kann. Die Infrastruktur ist völlig unterschiedlich ausgebaut. Eine Eisenbahnstrecke gab es einmal, vor Jahrzehnten. Öffentliche Verkehrsmittel in Form von Bussen gibt es für kleines Geld. Diese werden auch gut genutzt. Es gibt sowohl neue, gut asphaltierte Straßen und es gibt auch alles andere. Von Straßen mit Schlaglöchern, in denen ein Moped verschwinden kann, über meist schlechtes Kopfsteinpflaster und Schotter bis hin zu Erdstraßen, die je nach Wetterlage und Wartungsaufwand irgendwo zwischen sehr gut bis unpassierbar eingestuft werden können. Auch Brücken gibt es solche, über die man gefahrlos fahren kann, welche, die etwas Mut erfordern und auch welche, die mal da waren. Diese Straßenverhältnisse fordern allen Fahrzeugen eine Menge ab. Es gibt in Paraguay übrigens keinen TÜV oder Vergleichbares. Jeder Fahrer ist für den Zustand seines Fahrzeuges selbst verantwortlich. Und solange es noch nicht komplett in sich zusammenfällt, wird es auch noch gefahren. Ein Stück Tesa oder Draht erspart bzw. verzögert hier so manche Reparatur. Dementsprechend gibt es auch keine Abgasuntersuchung, was besonders bei den vielen Lkw und Bussen manchmal recht angebracht wäre. Eine Versicherungspflicht für Fahrzeuge gibt es übrigens auch nicht. Und weil ich bereits mehrfach gefragt wurde, komme ich nun zum Straßenverkehr. Ja, für Außenstehende sieht es manchmal chaotisch aus. Auch kursieren im Netz Aussagen wie der Größere oder Stärkere hat immer Vorfahrt. Das scheinbare Chaos könnte durchaus an mangelnden Verkehrsschildern oder an der teilweise mangelnden Verkehrsausbildung bzw. den fehlenden theoretischen und praktischen Fahrstunden liegen. Aber dennoch hatte ich immer das Gefühl, dass man in Paraguay bei weitem nicht so aggressiv fährt wie in Deutschland. Man nimmt eher Rücksicht aufeinander und verzichtet auch schon mal auf seine Vorfahrt und gewährt sie dann dem anderen. Auf den meist einspurigen Erdstraßen ist die gegenseitige Rücksichtnahme unerlässlich und wird auch gut praktiziert. Solltet ihr einmal einen Stock mit oder ohne einem weißen Tuch oder Tüte in der Straße stecken sehen, dann fahrt besser langsam und weiträumig herum. Meist handelt es sich hierbei um ein tiefes Loch oder ein Hindernis. Die Internetverbindung ist stellenweise für unsere Verhältnisse miserabel. Die bisherigen üblichen Funkmasten sollen wohl großflächig nach und nach durch Glasfasernetze abgelöst werden. Beim LTE-Netz allerdings bin ich eher der Meinung, dass Deutschland das Entwicklungsland ist und nicht Paraguay. Egal, wo ich mich in Paraguay aufgehalten habe. Ich hatte mit Ausnahme der argentinischen Grenzgebiete überall LTE-Netz auf meinem Handy. Das Stromnetz ist regional manchmal überlastet oder defekt, sodass es mitunter häufiger mal zu Stromausfällen kommt. Das ist auch sehr witterungsabhängig. Wenigstens hat Paraguay dank der großen Wasserkraftwerke zu 100% Ökostrom, der auch noch bezahlbar ist. Die Versorgung mit Nahrung und Gütern ist in jedem Fall gegeben. Die vielen Supermärkte buhlen mit vollen Regalen um Kunden und Umsatz. Grundnahrungsmittel wie Mais, Reis, Maniok, Brot, Rindfleisch und so weiter sind recht preiswert zu bekommen. Es gibt nicht alles immer und überall,
Wer spezielle Dinge sucht, wird mitunter etwas intensiver suchen müssen. Amazon, eBay oder ein 24-Stunden-Lieferservice per Post gibt es nicht. Die Alternative, die wohl gut funktionieren soll, ist der Paketversand mittels Bus. Ein Paket wird dabei in einem Busterminal abgegeben und kann dann am Zielterminal wieder abgeholt werden. Massentourismus gibt es zum Glück noch nicht. Momentan ist wohl eher der Individual- und Abenteuertourismus und der Auswanderungstourismus von Bedeutung. Sollte sich das irgendwann einmal ändern, so denke ich, müssten auch in den Städten so einige Umbaumaßnahmen stattfinden, um zum Beispiel Bürgersteige sicherer bzw. begehbarer zu machen. Diese weisen mitunter große Höhenunterschiede und Löcher auf, was natürlich entsprechend gefährlich für Fußgänger ist. Da Paraguay ein Land ist, in dem es noch viel Natur gibt, gibt es dort natürlich auch Insekten. Wer sich vor Mückenstichen schützen möchte, sollte nicht unbedingt auf deutsche Antimückenmittel setzen, weil diese hier wohl kaum helfen. Es gibt in vielen Supermärkten und in allen Apotheken ein Mittel namens Off. Dieses soll sehr effektiv sein. Da ich kein Fan davon bin, habe ich das auch nicht benutzt. Noch effektiver gegen diese Mücken sind allerdings einfache Ventilatoren bzw. Deckenventilatoren. An Touristen sind diese meist sehr interessiert. Am liebsten gehen sie augenscheinlich an die Füße. Aber das lässt mit der Zeit auch etwas nach. Auch giftige Tiere wie Schlangen, Spinnen und Skorpione soll es geben. Ich habe bis jetzt leider keinerlei davon sehen dürfen. Dementsprechend sollte man davor nicht allzu viel Angst haben müssen, wenn man sich in der Wildnis etwas bedacht bewegt. Wenn es regnet in Paraguay, dann meist kurz und heftig, begleitet von Gewittern, die dann wiederum einige Stromleitungen beschädigen können. Innerhalb von Minuten stehen Straßen unter Wasser und Keller würden volllaufen. Aber zum Glück gibt es ja kaum Gebäude mit Keller. Erdstraßen werden mitunter weggespült und auf anderen Straßen bilden sich Sandablagerungen, die mitunter recht gefährlich werden können.
Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, zu bebildern und zu erklären. Am besten ist es aber, wenn man sich vor Ort selber einen eigenen Eindruck verschaffen kann. Ich habe dieses den gesamten Januar 2020 getan und bin, auch wenn ich mir die negativen Seiten anschaue, noch immer überwältigt. Ja, Paraguay ist ein armes Land mit vielen Problemen, aber die in anderer Art und Weise haben wir in der sogenannten ersten Welt auch, wenn nicht sogar schlimmer. Aber meiner Meinung nach ist Paraguay auf dem richtigen Weg. Ich habe jetzt mit diesen 15 Videos über meinen Aufenthalt meine Eindrücke und Erfahrungen veröffentlicht. Einerseits, um meine Eindrücke mit euch zu teilen, euch ein Stück lang auch zu unterhalten, aber primär für mich, um diese gigantischen Eindrücke zu verarbeiten und zu archivieren. Für diese Reise soll es jetzt aber genug sein. Meine Planungen sehen vor, dass ich Anfang kommenden Jahres eine ähnliche Reise machen werde. Wenn es so klappt, wie ich hoffe, werde ich natürlich auch wieder Videos davon veröffentlichen. Aber jetzt haben wir erstmal andere Probleme und bis dahin ist noch lange Zeit. Ich bedanke mich sehr bei allen, die meine Videos angeschaut haben, einen Kommentar, ein Feedback oder einen Daumen hoch hinterlassen haben. Auf diesem Kanal wird es demnächst wieder mit meinen anderen Themen weitergehen. Diese können auch für in Paraguay Lebende recht interessant sein. Bleibt gespannt. Bis dahin sage ich in alter Manier vielen Dank für das Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Nico.